Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, warum ist er jetzt auf einmal hier? Wir waren doch in der letzten Folge noch auf dieser komischen Insel. Ja, das Coole ist, mal wieder, es ist echt unglaublich, wie sich bei mir hier das UBS verstellt. Keine Ahnung, aber okay. Jedenfalls war es halt so, ich habe halt eben die letzte Aufnahme gemacht, habe mir gedacht, hey, komm, was geht ab und so, ja, machen wir mal, wir haben Sachen gekocht, ja, das kann ich euch zeigen hier. In der letzten Folge, die ihr natürlich nicht gesehen haben könnt, denn es gibt kein Audio dazu, also mein Mikrofon hat nicht aufgenommen. Hier habe ich voll nicht drauf geachtet bei OBS, weil ich ja eigentlich davon ausgehe, wenn du einmal etwas einstellst, dann bleibt es auch so, aber egal. Das ist hier leider nicht so der Fall. Gut, davon abgesehen haben wir dann eben, sind wir von der Insel runter zu dem Schrein, haben den Schrein gemacht, das war eine Kraftprobe, schwierig. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Schrein heißt, das war der hier unten. Warte mal, da sind wir irgendwie gestorben, das war irgendwie ein bisschen komisch. Nee, was war da? Game over? Hä? Schieb's gerade voll nicht. Uchiha-Schrein. Ja, es müsste der hier gewesen sein. Ja, genau. Der vor der Küste hier. Und da war doch die Insel, die war doch irgendwo hier oder sowas. Kein Plan, auf jeden Fall der Schrein, das war eine Kraftprobe, der mitten im Wasser. Und da habe ich gesagt, okay, weil wir da in dem Schrein dann die Dings bekommen haben hier, lass mal ganz kurz schauen. Also wir haben Waffen bekommen, wir haben dann die Kletterhandschuhe bekommen, ja, diese Dings, die wir da anhaben. Und dann diese drei Schwerter, weil das war halt eben so ein Wächter, der halt, ja, gegen den wir halt kämpfen mussten. Gut. Dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, wir gucken in der nächsten Folge einfach, dass wir dann hier in Hyrule, beziehungsweise an einem Ort hingehen, bei dem wir noch nicht waren. Und zwar hier in dem Bereich, weil ich, ja, wir wollen ja auch die Dinger hier wieder ein bisschen freischalten. Die Türme, wie ihr sehen könnt, hat es ja auch gleich den nächsten und da unten hat es auch am Fuße des Turms, zumindest scheint es so von hier aus, natürlich alles mal wieder mit Parallaxefehler verbunden. Hat es einen Schrein und den Schrein hat es auch da und so weiter und so fort. Tschüssi. Tschüssi. Ciao und viel Spaß. Gut. Jetzt gucken wir einfach mal, wie wir denn da am besten hinkommen. Es hat jetzt aufgehört zu regnen, das ist natürlich sehr schön. So, man hat es auch nochmal einen Turm. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Mich interessiert der Turm, der sich da unten befindet. Am Fuße des Berges, ja. Sieht natürlich richtig krass aus da, diese Brücke. Gehen wir mal hin. Checken wir mal die Situation da, ja. So. Ja, ihr seht da unten auch einen netten Wächter, der uns glücklicherweise noch nicht entdeckt hat. Was mich natürlich immer mal wieder freut. Aber das hier sieht halt auf jeden Fall richtig krass aus. Sieht halt irgendwie aus wie dieser komische, ja, weiß nicht, Elefantenfriedhof oder so. Bei, König der Löwen. Ja, auch ich war mal ein Kind und auch ich habe den Film gesehen. So, ich vermute einfach mal, das ist wieder so ein Krog, Steinkreis. Mal einfach dann, ja, nicht werfen, sondern legen. Bekommen wir jetzt ein bisschen von diesem Schleimgelee, mit dem wir dann irgendwas wahrscheinlich anfertigen können oder so. Ich habe noch gar nicht geguckt, was genau, aber die eine oder andere Sache lässt sich damit wahrscheinlich machen. So, dann legen wir das Ding einfach mal hier ab. Ja, war jetzt nicht unbedingt gerade oder nicht unbedingt in der Mitte, gut vermittelt, aber der komische Krog erscheint dennoch. Und bedankt sich bei uns recht herzlich, dass wir ihn entdeckt haben. Indem er uns einen Krog-Samen schenkt. Gut. Was gibt's denn hier noch? Oh, sieh einer an, ein Hinox, ja. So. Was machen wir denn mit dir? Ich hätte schon fast gesagt, wir wecken den noch nicht so easy auf, sondern wir schleichen uns erstmal ran, halten den erstmal kurz mit der Stasis fest und hauen den so richtig schön mit unserer Axt ein paar Mal. Ja, so dass er halt eben nicht mehr peilt, was geht. So.
Ja, der ist ja eigentlich schon mehr oder weniger so gut wie fällig, ja. Wir aber auch, wenn wir nicht aufpassen, ja, wie ihr sehen könnt. Der ist nämlich nicht unbedingt ein, ja, chilliger Zeitgenosse, aber dennoch haben wir ihn ganz easy geschafft. Ja, das war ja eigentlich nicht so schwer. Gut. So, ein Rüstungskürbis. Sehr schön. Was liegt denn da? Eine Spurtechse. Keine Ahnung, warum sie da liegt, aber okay. Hier ist einfach mal mittendrin irgendwo so ein mysteriöser Baum. Auf den klettern wir jetzt erstmal. Dann hat's auch nochmal ein Ding. Wie heißt, was ich meine? Okay, hier geschieht nichts. Das ist natürlich cool, ja. So, was haben wir denn hier wieder für welche? Ja, das sind die üblichen. Die üblichen zwei. So. Aber keiner von denen scheint irgendwie Dings gehabt zu haben. Pfeile sehen natürlich immer so richtig schön. Wenn ich auf der Suche bin nach Pfeile, aber keiner hat welche. Das ist eine Sache, die ich, ja, die mich sehr erfreut. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da hinten hat es auf jeden Fall ein Schrein und da gehen wir jetzt auch rein. So, da vorne ist ein Dinger. Ein Wächter. Das war ja den wir wahrscheinlich beim Vorbeifliegen schon gesehen haben. Und ich hoffe, dass er uns jetzt nicht hier entdeckt. Ansonsten wäre das halt erstmal voll scheiße so. Scheint ja aber echt. Ja gut, er ist ein bisschen weiter weg, das ist okay. Gut, dann checken wir mal den Schrein hier und hoffen mal, dass wir da das Gamepad nicht brauchen. Gut, da vorne haben sich so ein paar Dinger versammelt. Er sagt Floss, oder wie sie heißen. Ist aber okay für mich. Ja, kommt ruhig her. So, ihr seid erstmal weg. Datakuzu-Schrein. Okay. Schauen wir mal rein. Was geht da drin so ab? Welche Herausforderung erwartet uns in diesem Schrein? Wir wissen es nicht. Wir können nur vermuten. Beziehungsweise hoffen, dass es kein Gamepad benötigt oder so. Ob es denn tatsächlich so ist? Keine Ahnung, werden wir jetzt sehen. Okay. Sieht ja an sich ganz gut aus noch. Allerdings frage ich mich auch gerade, was ich hier machen soll. Erstmal. Das sieht erstmal so aus, als müssten wir da einen Stöpsel rausziehen oder sowas mit einem Magneten. Ich kann es mal nur vermuten, aber kann ja sein, dass ich da wirklich echt mal. Ja, das sieht echt ganz so aus, dass man da irgendwie. Ah, nee, okay. Das sah aus wie ein Stöpsel, ist aber nicht. Gut, halt, komm mal her. Ja, dammit, komm mal her. Los. Rein mit dir. Hoch. Fuck, was mache ich denn überhaupt? Okay, hoch geht's so. Nee. Aber ich hab's echt voll drauf. Habe ich jetzt einen Stein, ein Dings? Nee. Ich bin doch echt manchmal wirklich zu blöd, gell, irgendwie, also. Yay. So, da ging das Ding schon mal auf, aber ich vermute, dass wir dennoch, oh, what? Achso. Können wahrscheinlich keine zwei auf einmal mitnehmen. Will ich jetzt einfach mal sagen. Warte mal, wo sind wir denn hier? Ein bisschen komisch halt eben, wie gesagt. Boah, ich hab da echt voll die abgefuckte Sicht teilweise. Gut, kommen wir mit. Hier hat's ja auch nochmal welche, das ist natürlich auch cool. Aha. Aha. Ah ja. Halt.
Aber wenn ich das Ding jetzt da drauf lege, dann sollte es wahrscheinlich so sein, dass wir hier... Warte mal, ich sehe da echt gerade fast gar nichts. Komm mal hoch. So, jetzt haben wir das Ding hier ausgelöst. Ja, das hätten wir natürlich vorher wissen sollen, dass das Ganze hier eben diesen Mechanismus hat. Gut, dann eben nicht. Dann machen wir das so, dass wir halt eben... Bleib mal da drin hier. Das war jetzt natürlich leichter gesagt als getan wohl. So. Ich sag's euch, ich hab echt da... Yay! Oh, fuck. Komm gerade echt wohl nicht drauf. Und somit dann auch unser achtes Zeichen der Bewährung und dann haben wir diesen Schrein hier auch erledigt. Ja, das ging ja eigentlich relativ fix. Ich habe so überlegt. So, ich gucke immer mal wieder bei AliExpress, denn ich habe da was bestellt. Eben aus China. Oder halt, ja. Nee, 100 pro China und da bin ich schon richtig heiß drauf. Wenn es da ist, werde ich es vorstellen. Dauert aber noch ein bisschen, wahrscheinlich, bis es da ist und ja. Ich warte schon sehnsüchtig, um es so mal auszudrücken und ja, aus dem Grund bin ich da echt gespannt, wenn es mal kommt, da ich denke nicht eher vor nächster Woche oder so, also eine gute Woche oder irgendwas wird es auf jeden Fall schon dauern. Gut, dann geht es jetzt erstmal davor zu dem Turm da hinten, ja, in der Hoffnung, dass uns hier Luilu. Hallo? Entschuldige bitte kurz. Hier bin ich, hier. Bist du ein Helianer? Ja, oder? Du hast ja keine Schuppen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Auf Befehl von Prinzessin Sidon, oder vom Prinzen Sidon, sind wir gerade alle auf der Suche nach einem Helianer. Und nein, ich habe hier nicht nur im Wasser geplanscht und gefaulenzt. Prinz Sidon ist der König, ist der Sohn des Königs der Zoras. Er wartet an der Ingo-Brücke hinter dem hohen Turm. Würdest du dorthin gehen? Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich dich so plötzlich für uns einspanne. Aber es handelt sich um eine Sache von unglaublicher Wichtigkeit für uns, Zoras. Ach, und wenn du mit Prinz Sidon sprichst, sag ihm bitte nichts davon, dass ich hier im Wasser plansche, ja? Ja, natürlich. Ist ja kein Thema. Spurtlotus. Damit lässt sich wahrscheinlich auch was Gutes anstellen. Eventuell eine Medizin oder irgendwas. Okay. Liegt da irgendwas im Wasser drin? Scheint nicht danach. Okay. Ich laufe jetzt extra hier so ein bisschen weiter links. Weil ich habe keinen Bock, dass mich da hinten der Wächter sieht. Ja. Nämlich etwas doof. Ja, der mir da auch noch die ganze Zeit hinterherjagt. Hatte darauf echt keinen Bock. Also. Ah, die Ausdauer, die ist halt echt brutal teilweise. So. Da hinten, das scheint auf jeden Fall kein, ich sag mal, Dorf zu sein, sondern, oder halt eben eine, wobei das könnte ja irgendwas von den Zoras sein oder so, da hinten hat es auch nochmal einen Turm, also es gibt ja echt ein paar Türme, die wir auf jeden Fall, also ich sehe auf jeden Fall schon mal drei Türme, vier, ja,
den da hinten links, den da vorne und den hier direkt bei uns. Alles so Türme, die wir mal, ja, machen sollten, müssten. Oh, oh, du. Der guckt halt immer so, warte mal, warte, warte. Ne? Ein Hylianer, ein Hylianer. Du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Ich bin ein Hylianer. Wusste ich's doch. Dann musst du ganz schnell zu unserem Prinzen Sidon gehen. Er ist am Zora-Fluss, bei der Ingogo-Brücke. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Bitte geh. Ich stress dann auch mein Headset rum. Wartet mal ganz kurz. Sorry, Leute, aber das sind Sachen, die ich halt immer mal wieder machen muss. Und das bringt mich halt teilweise echt aus dem Kontext, wenn ich gerade am Reden bin, hier so am Aufnehmen. Und dann halt eben mein Headset meint, ja, piep, piep. Das macht es, tut halt immer so dumm. Und das nervt mich. Und dann, ja. Deswegen muss ich kurz mein Headset hier abnehmen, Kabel anstöpseln und dann wird das Ding auch geladen. Ich finde die Akkus hier halten echt saumäßig wenig. Ich sollte mir vielleicht, ich weiß nicht, ob es da vielleicht größere Akkus gibt, die man sich da holen kann. Für dieses Headset, aber ja. Gut. Okay. Sieht auf jeden Fall aus, als würden hier nicht unbedingt Hylianer hausen, sondern irgendwie was anderes. Und ich habe es jetzt vielleicht sogar leiser gemacht, kann das sein? Ein bisschen. Okay, dann nehmen wir mal die Axt hier und schlagen mal das Ding hier kaputt. Okay, da hat es jetzt nichts gehabt für uns. Das ist, wenn sich alles dann auf einmal so komisch verschiebt hier, wenn man dann halt echt gar nichts blickt und hier und da und tralala und sowieso und kein Plan und okay. So, schauen wir mal. Was geht hier ab? Hier hat's wieder Essachbloss. Also zumindest mal einen, der uns jetzt auch entdeckt hat. Ich glaube, der Rest kommt dann noch. Shit. Autsch. Das war auf jeden Fall nicht, wie ich da raus wollte aus dem... Alter, du Drecksteil, ich sag's dir. Mal die Kiste weiter her. Guck mal, was in der Kiste drin ist. Ich hoffe, dass da irgendwie Pfeile oder sowas drin sind. Wow, ein Opal. Yay. Damit kann ich ihm bestimmt voll wehtun. Den hier halt auf jeden Fall, aber ja. Gucken wir einfach mal. Hoffentlich hat es hier irgendwie Pfeile. Ich finde hier echt keine Pfeile mehr. Yeah. Gott sei Dank. Ich muss immer öfter fluchen oder so und sagen, scheiße, ich habe keinen Pfeil. Und dann kriege ich wieder... volles Inventar. Aber das Ding ist auch voll schlecht. Ich denke, das geht jetzt wahrscheinlich eh kaputt, die Wächter-Axt hier. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo so einen Schmied, der das Zeug reparieren kann oder so. Yay, Holzpfeil! Wow, ich sag ja, ich muss echt öfter fluchen, dann klappt's. Ja, und sagt da einer mal, Gewalt ist keine Lösung. Tschüssi. So. Nee, Spaß beiseite. Gewalt ist keine Lösung. Ja. Das ist eigentlich immer schöner, so. Ich meine, klar, ich fluch manchmal. Ich fluch gern. Ich sag's mal so, ich fluch echt gern. Ich sag manche Wörter gern, aber ich sag's halt nicht so, wie sie eigentlich bestimmt sind. Also Sachen wie. Ja, also, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber irgendwelche Sachen, die man halt sagt. Ja, das ist jetzt nicht. Nichts, wo ich jetzt irgendwie das auch so meine. Ja, dass ich halt irgendwie sag, hey, du Spast oder so. Ja, keine Ahnung. Sondern halt einfach, keine Ahnung. Es ist halt. Wow, wir hätten jetzt halber von dem übelst eine gewischt bekommen hier erstmal. Und
Und wir haben sogar tatsächlich von dem einen aufs Maul bekommen, weil wir zu unvorsichtig waren und nicht aufgepasst haben. Und ja. Und ich hoffe, wir sind jetzt da irgendwo in der Nähe. Nicht wieder am Arsch der Welt. Sodass wir dann ewig lang Zeit verlieren mit dem Hinlaufen und so weiter und so fort, sondern halt irgendwo da. Ja, genau, so habe ich es mir auch schon vorgestellt, dass wir halt eben wirklich da sind. So, da kommt er ja auch schon. Alter, was bist du denn eigentlich für ein Typ, ja? So, dich haben wir jetzt erstmal erledigt. So, dann nehme ich diese Stachelbockkeule hier. Alter. Der Typ ist einfach nur abnormal. Ich bin auch cool. Ich mach dich auch kaputt. So. Ja, da hinten war der eine, aber der hat's wohl nicht geschoben, dass wir da waren oder so. Keine Ahnung. Da geht mal her, den Röstbarsch. Den pfeffern wir uns jetzt erstmal schön rein. Okay, ich glaube, dass da dieser Turm. Oh ja, da hinten hat's auf jeden Fall einen Schrein. Das ist natürlich cool. Gucken wir an. Wie er gemeint hat, er kann sich ja verstecken, der Gute. Erstmal eine Runde baden. Ja, dann, dass er nochmal kommt. Aber davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Wie gesagt, geht davon nicht aus. Okay, da unten. Wow, was ist denn für ein geiles Teil? Ich wollte eigentlich zu dem Turm da hoch. Ah, da oben hockt schon wieder einer. Gib mir mal das Schwert her. Oh, da ist sogar einer mit einer Dings. Die ist, glaube ich, sogar ganz cool hier. War so eine Zora-Ding wahrscheinlich. Zora-Lanze, hast du doch gewusst. Zwar jetzt nicht so übertrieben stark, aber tut ihren Job. Aber das da, das sieht richtig krass aus irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Ah ja. Hat irgendwas mit den Zoras zu tun, so wie es aussieht. Okay. So, schon mal Bescheid. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Haben wir auch erledigt, mein lieber Freund hier, ja. Schau mal, wo wir hier hinkommen erstmal. Ja, das sieht doch auch toll. Mag keiner, geh weg. Oh, jetzt kommt der auch noch mit dem Ding. Ja, frier ruhig ihn ein, das ist okay für mich, aber mich fasst du bitte nicht an damit. So, was kann ich denn wegschmeißen? Was ist denn eigentlich? Ja gut, diesen Korkbecher brauche ich eigentlich nicht. Also ich wollte das Ding eigentlich, gell? Nur so. Stopp. Ich hab dich gleich, warte. Oder? Keine Ahnung, wenn sich das Ding da verbraucht. Egal, nehmen wir einfach die Holzfäller-Axt. Werfen sie da irgendwo hin. Yes. Da irgendwas? Nö. Gut.
Mit was können wir das Ganze denn kaputt machen? Haben wir eine Lanze oder einen Hammer? Ich glaube, der Hammer ist da doch etwas besser. Beeilen müssen wir uns hier auch, denn so wie es aussieht, scheint es hier bald zu gewittern, wenn wir nicht aufpassen. Sogar relativ gleich. Oder relativ bald. Tschüssi. So. Oh ja, okay. War jetzt ein bisschen blöd gewählt hier die Route, aber gut. Sollte trotzdem passen. Ajo, das passt. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Noch kurz warten. Okay, weiter geht's. Ja, das Gewitter sollte eigentlich dann auch bald kommen, so wie es aussieht. Kommt von... Ah, von da vorne. Okay. Kurz warten, bis sich unser Dings erholt hat hier, unsere Ausdauer. Und dann geht's weiter. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass es uns hier nicht runterjagt. Präventiv können wir einfach mal sagen, wir wechseln unsere Waffen wieder. Das heißt, wir nehmen Sachen, die kein Eisen an sich haben. Natürlich ein bisschen schwer. Weil dieses Wächterschwert und so hat kein Eisen. Zumindest hoffe ich das. Gut. Auch gleich da oben wieder. Auf dem Turm, können ihn freischalten. Oh yes, schauen wir mal. Ob das noch reicht. Ja, das sollte eigentlich schon passen hier. Okay. Was? Ah, okay. So ist das auch. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Zora-Boy, der das gesagt hat. Wir sehen können, das Schloss Hyrule auch nicht so weit weg von hier. Dateiübertragung beginnt. Okay. Ich vermute mal, dass die drei Türmen, die wir ja noch haben, zu den jeweiligen oben drei Teilgebieten da gehören. Also sprich, dem Gebiet, dem und dem da. Okay. Was ist denn eigentlich chilliger hier? Wartet mal. Das gucken komplett in die falsche Richtung. Okay, dann mal einmal den Turm, den und den da vorne. Das ist dann praktisch... Der da hier, der da und der da hier. Was will der denn? Du hast mich erschreckt. Verzeih mir, bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Rick, Ritt vom Volk der Zoras. Du scheinst mir ein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Oh, scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinzidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich auch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal. Du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück. Prinz Sidon, ich hab einen. Hier ist ein Hylianer. Okay. Prinz Sidon scheint mich nicht wirklich hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn ich von hier aus in den Pool springen würde. Und dann gehen wir zum Prinzen. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Juliana, meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um mit Prinz... Blablabla. Lass mich einfach hier zurück, geh schon mal vor. Wie wär's denn, wenn du einfach mal die Leiter nimmst? Da hast du was wie eine Leiter, das ist voll krass.
was Menschen schon alles erfunden haben. Ja, ja. Okay. Hey, du da! Hey, du da! Hier bin ich! Hier! Und hopp! Sidon, Prinz der Zoras! Was war das jetzt schon wieder? Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden! Yeah! Oh, ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Link. Link also, ein guter Name. Hab ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass mich dich mal ansehen. Wie du dich bewegst, diese Körperspannung. Du bist etwas Besonderes, so viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Bin ich. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Zoras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas hab. Gut, spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Zoras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Zoras. Wirst du uns helfen? In Ordnung. Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Zoras ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich. Der Regen hat den Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht, wie wir, flussaufwärts schwimmen. Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe hervor. Oder bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir auch noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Elektromedizin. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Hylianer gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Zoras nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dem müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Das klingt ja alles ganz gut. Ja. Gut, dann hätten wir ja schon mal mehr oder weniger so eine Art Brücke hier. Quest, meine ich, sorry. Wir sind auf der Brücke, auf der Ingogo-Brücke. Und hätten schon mal so eine Quest vor uns. Ja, dann gucken wir einfach mal beim nächsten Mal, wie es da weitergeht, ja? In diesem Sinne, Leute, haut rein. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge Breath of the Wild. Ciao!